Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Castlevania Lords of the Shadows. Im letzten Part haben wir das mittlerweile siebte Kapitel abgeschlossen und sind jetzt nun auf dem Weg zum achten Kapitel, wo auch das Ende dann langsam erfolgt mit diesem Abschnitt. Denn in diesem Kapitel werden wir am Ende gegen die Vampirfürstin antreten und diese auch besiegen und uns einen weiteren Teil der Gottesmaske holen. Aber bis es soweit ist, müssen wir noch ein paar Level bestreiten und beginnen tun wir mit der Außenmauer. Curious, isn't it? Love can be a powerful weapon, it seems, even to those who are dead. Laura has spared him. Though she has the power to take his life, she has given it back, and all for love. Perhaps she remembers her true mother's arms around her, comforting her before she became this creature. Perhaps she remembers the feelings of love thought long lost to her heart all those years ago. A child's love is without bitterness or boundaries, a pure love. I wonder what will become of her, this lost soul, when we kill her present mother and send her to the pits of hell where she belongs. Was werden wir im Nachhinein noch sehen? Aber auch jetzt wieder der Bildschirm, der wird wieder vollgetackert hier mit dem ganzen Schneesturm. Aber das ist auf jeden Fall das Schloss bzw. das Gebäude, wo wir gegen die Vampirfürstin höchstpersönlich antreten werden. Aber bis wir dahin kommen, ist es noch ein weiter Weg auf jeden Fall. Und die Melodie hat wieder so was Trauriges irgendwie. Ist auch schon ein weiterer Ritter. Ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber kann man doch erkennen. Irgendwie. Dann doch irgendwie. Ich habe ein kleines Kind in der Finsternis weinen sehen. Zuerst wollte ich sie trösten, doch etwas ließ mich zögern. Etwas Böses schien sie umzugeben. Etwas Unheiliges. Ich bin schnell geflohen, auf die Wälle der Burg, und ich habe nun keine Kraft mehr. Es ist mir nicht gelungen, viele Steine zu plündern. Denn viele meiner Brüder kamen nicht so weit. Ich fürchte, die Aufgabe, die vor uns liegt, ist unmöglich. Und die Welt ist verloren. Aber ich darf nicht aufgeben. Hier kommen wir auch nicht mehr zurück. Jetzt müssen wir quasi dem Weg hier weiter folgen. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen auf jeden Fall. Mal sehen. Da kommen wieder die Fledermäuse, wie das ja so üblich ist. Also das vorletzte Level, das kann ich jetzt schon mal sagen, wird auch ein Bossfight gegen einen Gegner, den wir so in ähnlicher Form auf jeden Fall schon mal bekämpft haben. Aber das werdet ihr auch noch sehen. Jetzt sind wir hier erstmal wieder an einer Stelle, wo wir gleich wieder kämpfen müssen. Ah ja, genau. Das mag ich hier nicht so, wenn ich ehrlich bin. Bevor wir da hinkommen, machen wir jetzt erstmal hier das Rätsel. Ich habe sämtliche mir verbleibende magische Energie bei dem Versuch aufgebraucht, dieses Rätsel zu lösen. Aber es will mir nicht gelingen. Mir wurde gesagt, diese Hinweise sollten reichen, um eine Lösung zu finden. Doch ich schaffe es einfach nicht. Es gibt insgesamt 6 Runen, 3 einer jeden Farbe. Auf der linken Seite der Tür befinden sich 2 blaue Runen. Die Runen, die der Tür am nächsten sind und jene, die am weitesten entfernt sind, haben dieselbe Farbe wie jene, die sich vor ihnen befinden. Ja. 2 blaue Runen. Am nächsten
und am weitesten entfernt. Mindestens eine Rune, die am weitesten von der Tür entfernt ist, ist blau. Okay. Testen wir das gleich mal. Hier war ja, meine ich, auch nichts mehr. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal kurz schauen. Also. Linken Seite der Tür befinden sich die der Tür am nächsten sind. Okay. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Aber wobei, eigentlich ist... Hallo? Das wollte ich nicht mal. Eigentlich so gesehen ist dieses Rätsel auch etwas... Ja. Einfallslos. Also, wir könnten das so am Stück machen oder man probiert es einfach aus. Da kommen jetzt auch wieder Skelettritter, die ich überhaupt nicht mag. Ich mag die nicht. Die gehen mir voll auf den Geist. Ich sollte vielleicht mal wieder wie im letzten Part ein bisschen mehr blocken. Das wäre sehr, sehr gut auf jeden Fall. Könnte natürlich auch eine andere Taktik benutzen und die nennt sich Weihwasserfiole. Zumindest um die Vampire loszuwerden. Ah, hör auf mit deinem Wirbelwind, mein Gott. Der erste ist schon mal weg. Aber was ich mich gerade ein bisschen gewundert habe, ist, hat er gerade seinen Kameraden gekillt? Der hatte doch gerade noch volles Leben, soweit ich weiß. Lol. Ach Mensch. Geh nicht auf den Keks. Komm. Oh, das klappt auch mittlerweile ganz gut. Ah, die Weihwasserfiolen, die sind so schön. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich hier an Vincent Dolphy. Der Abt. Ja genau, auf dem Wege können wir dem Skelett leider auch gar keinen Schaden zufügen. Das wusste ich auch nicht mehr so ganz, aber... Passt schon. Wird man jetzt... Nein, den wollte ich eigentlich nicht mal. Okay, dann machen wir das halt so. Und der Rest ist blau. Also in dem Fall haben sie das Rätsel vielleicht nicht ganz so gut gemacht. Klar, wenn man das irgendwie im höchsten Schwierigkeitsgrad-Modus machen will, dann könnte man auch anhand sowas sofort tot sein, aber jetzt ist das nicht wichtig. So, und jetzt laufen wir hier dieser Brücke entlang, die ganz schön lange ist. Aber das Bild ist natürlich wieder absolute Weltklasse. Oh, jetzt kommen wieder diese Giftzwerge, die ich auch nicht unbedingt ab kann. Hallo, ich hab doch geblockt, ich block doch.
Jetzt bin ich ganz. Jetzt bin ich gleich eh tot. Ja, das war klar. Es kann nicht sein, dass ich gegen die so verkacke immer. Das ist echt nicht schön. Aber mit Hilfe von Feen kann ich auch dieses Hindernis eigentlich ohne Probleme verbessern. So. Ich hab noch eine Fee. Hallo! Wieso trifft der nicht? Lol. Boah, ist nicht wahr, ne? Wieder tot. Ja moin. Ja moin. Sehr gut. Daumen hoch auf jeden Fall. Ich finde es auch schade irgendwie, dass er dieses Sprinten nicht durchgehend irgendwie machen kann. Die machen auch viel Schaden, das ist so krass. Die Sache ist, wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich wieder tot. Jetzt ging es komischerweise. Jetzt hatte ich weniger Probleme. Aber musste dafür auch meine ganzen Feen opfern. Oh je. Jetzt müssen wir das so weit bewegen, dass wir hier quasi so durch dieses Tor rennen können. Und hier kann man auch weiter runter gehen, weil da noch ein Ritter ist. Oder? Nee. Doch, hier war noch ein Ritter, genau. Für den Turmschlüssel. Jetzt kommen wir nämlich in den Turm nicht rein. Aber natürlich ist das wieder eine Falle. Oh Gott. Kein Bock. Ich hab jetzt keinen Bock. Wirklich nicht. Gut, dass wir auch sowas haben, auf jeden Fall. Gegen so Bossgegner und so ist das nicht so. Also wende ich das nicht an, aber ja, gegen so kleine Fische, ich weiß nicht. Es sollte es ja eigentlich auch nicht sein, aber die sind halt manchmal echt ätzend. Wenn ich schon wieder sehe, dass ich mich so dumm anstelle, dass ich fast kein Leben mehr habe. Ja, genau, die andere Richtung. Jetzt auch nichts mehr. Jetzt gehen wir in die zwei Türme. Gemeinsam mein Gebieter Sauron. Werden wir über Mittelerde herrschen. Es wird leider nicht weniger. So, sind wir schon so gut wie drinnen, können uns hier auch wieder Leben auffüllen. So,
schauen wir mal. Vollständig, vielen haben wir auch wieder. Gut. Jetzt können wir den Turmschlüssel benutzen. Ab in die Dunkelheit. Und das war schon das Level. Also was heißt schon? Aber es war schon relativ kurz im Vergleich, auf jeden Fall wieder. Und ja. Dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall noch Zeit, den Uhrwerkturm zu machen. The vampire's mercy is playing on his thoughts. I see that clearly on his face. Perhaps Laura reminded him of poor Claudia. Seeing his beloved Marie again has brought it all back to him. Marie's love is all he has now, and the hope of holding her again, the only hope. He is close now, close to the bitch who commands these vampire vermin. Gabriel will make her pay for the injustices he has felt at her hands. She is powerful. She will try every trick in the book to tempt him to her cause. There is just the small matter of the clockwork tower to overcome first. Another mad invention of Frankenstein that I hope will only delay his sweet revenge. Ja, der Uhrwerkturm. Auch eine künstlerische Machenschaft von Frankenstein. Ach, der Engel gerade, der sah schon echt nice aus. Und dieser Uhrwerkturm ist so ein Level, was natürlich auch wieder ziemlich nice aussieht, aber ist irgendwie persönlich nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ich bin allgemein nicht so ein Fan von so Level, wo man irgendwie hier irgendwie was mit Zeigern und so machen muss. Also vielleicht kennt ihr das zum Beispiel, es gibt ja beispielsweise God of War, wo es auch so bestimmte Levelareale gibt, wo man sowas in der Art machen muss. Das ist da nochmal anders. Und jetzt bin ich dumm gesprungen. Das ist auch sowas, was mich... Hallo? Was soll das denn? Was macht er da? Will der sterben oder was? Ja, das ist das Blöde auch, dass diese Plattformen relativ klein sind und man muss nur einen Schritt nach vorne machen und man fällt direkt runter. Weil das Einzige, was mich an diesem Spiel etwas stört, ist, dass Gabriel sich jetzt hier an diesen Kanten nicht mal festhalten würde. Zum Beispiel God of War, wie ich ja gerade schon sagte, ist zum Beispiel anders. Jetzt müssen wir hier erstmal warten, bis wir davor sind und können uns dann hier hoch katapultieren. So. Kurz runterfallen lassen und dann hier weiter. Ja, jetzt muss ich natürlich immer den perfekten Zeitpunkt abwarten. So, halte ich fest, gut. Ja, in solchen Momenten hält er sich fest, aber an so kleinen Kanten irgendwie nie. Das ist das Problem. Und die Aufgabe bei diesem Level... Hallo? Was soll das? Ist es halt, die Plattform immer weiter nach oben zu bewegen. Hallo, beweg dich doch mit! Aus irgendeinem Grund will der nicht. Irgendwas vergessen? Nee, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was der macht, aber aus irgendeinem Grund will der nicht weitermachen. Ich bin gerade... Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber da muss man doch nicht runterspringen. Das ist, ich stelle mich wahrscheinlich gerade wieder selten dämlich an, aber warum geht der nicht weiter? Warum geht der nicht weiter?
Ich weiß ganz genau, dass man es hier weiterdrehen kann. Aus irgendeinem Grund will der nicht. Ich kann ja auch mal einfach nur. Obwohl, wartet mal. Ich habe eine andere Idee. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was mein Fehler ist. Mein Problem ist immer, ich halte immer die R2-Taste gedrückt. Und daraufhin lässt er auch immer los. Das ist, keine Ahnung, ich mache das aus Angewohnheit irgendwie immer. Ich wusste nämlich, dass man hier so durchgehen kann. Und man sieht da ganz hinten auf der anderen Seite auch einen Ritter. Falls ihr den gerade kurz gesehen habt. Da unten. Aber den werde ich jetzt nicht holen. Den werde ich beim zweiten Mal durchspielen holen. Weil das ist sehr viel Aufwand, den ich dann wieder betreiben müsste. Okay. Jetzt sind wir auch an einer Stelle, die etwas nervig ist. Wir müssen nämlich jetzt erstmal warten, bis der Strom oben weg ist. Und dann müssen wir uns so... Ja, fast. Machen wir mal, genau, ein bisschen weiter, bis der Strom weg ist und dann, ja, perfekt. Dann kommt hier eine Plattform runter. Kurz warten und dann wieder runter. Die sind echt sehr, sehr klein, also da muss man echt schon gezielt springen. Und ja, im Grunde müssen wir uns jetzt so den Weg erstmal frei bahnen. Boah, das war schon wieder sehr, sehr weit. Fast schon zu weit. Und hier müssen wir genau erstmal an die Wand. Wird man auch gleich sehen, warum wir darüber müssen. Hallo? So. Weil, dass wir uns hier aufladen müssen, das hat auf jeden Fall einen Hintergrund. Den wird man gleich definitiv erkennen. Ah, das war doof. Ein bisschen schneller darfst du aber auch dann doch sein. Okay, nochmal kurz warten, bis alles weg ist. Hey. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Hallo, ich war schon drüber. Ich bin gerade so verpeilt. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Jetzt aber. Mein Gott. Aber da rechts sieht man auch wieder einen Ritter. Von dem hole ich mir kurz einen weiteren Lebensstein. Sehr gut. Ja, weil hier sieht man es auch schlecht, aber hier ist jetzt auch wieder so eine Fläche. Und hier wird gleich auch etwas kommen, was man noch von früher kennt. Jetzt habe ich wieder R2 festgehalten. Loslassen. Loslassen. Denn wir haben ja noch einen alten Bekannten, den wir ja noch nicht besiegt hatten. Und diesmal müssen wir natürlich ein bisschen...
ein bisschen anders gegen ihn vorgehen. Hallo? Genau, jetzt benutzt er nämlich die Sachen, die da lose herumliegen. Und zieht ein bisschen daraus seine Energie. Allerdings behaupte ich, dass der in dieser Form schwächer ist als in der Form davor. Okay, weil jetzt müssen wir eben auch nicht auf diese Spule zurückgreifen. Aber der ist schon sehr nah wieder an der Niederlage. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, da haben wir ihn schon. Natürlich müssen wir das Innenleben von diesem Vieh zerstören, weil dieses kleine Wesen, was da drin ist, das wird jetzt mal kurzerhand zerdrückt. Sehr, sehr nice. Und das war's dann auch. Also wie man sieht, es war viel, viel einfacher. Gar kein Problem mehr. Ich behaupte einfach mal, dass die R2-Taste in diesem Spiel nicht immer mein Freund ist. So. Und ein bisschen Konzentration klappt das alles schon. So, das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, weil die Plattform natürlich auch weiter nach oben muss. Aber jetzt fährt sie auch schon nach oben. Wir brauchten im Prinzip nur die zwei Mechanismen zu bewegen. Und dann führt uns die Plattform ganz nach oben. Und das war's auch mit dem U-Werkturm. Also im Grunde ist es nur nervig mit den Plattformen gewesen und mit der R2-Taste, aber nun gut. Wir haben es ja letztendlich doch geschafft. Gut, ich denke, das reicht für diesen Part. Wir haben zwei Level geschafft, was mich sehr freut. Und im nächsten Part geht es mit All Rocks weiter. Und das ist auch wieder ein Bosskampf. Und der wird sehr, sehr cool auf jeden Fall. Es könnte sogar sein, dass ich ihn mit dem finalen Boss dann in einem Part zusammenbringe, je nachdem, wie schnell ich All Rocks besiege. Aber nun gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.